Heute kümmern wir uns um eine ganz besondere Frage, nämlich erst zunehmen und dann Sport oder vielleicht erst Sport und dann zunehmen? Hi, cool, dass ich dich hier begrüßen darf. Du müsstest mich kennen, ich bin Philipp Baum und hier auf meinem Kanal oder auf unseren Kanälen, wie auch immer, beschäftige ich mich nur mit dem Thema Zunehmen. Wenn du auf der Suche bist nach einer Gruppe zum Zunehmen, dann ist diese unterhalb verlinkt, unsere Facebook-Gruppe. Da sind mittlerweile über 1500, 1600 Leute drin, wir haben WhatsApp-Gruppe und so weiter. Schau da einfach mal vorbei. Ansonsten solltest du bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn da habe ich noch eine coole Sache für dich. Und ganz, ganz vorneweg noch ganz kurz, falls dir das Video gefällt und du sagst, ey, der Typ ist ganz cool, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, schreib mir gerne in die Kommentare, was für ein Video ist vielleicht für dich aufnehmen soll. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir sofort an mit der Klärung deiner Frage. Zunehmen Basic Teil 2, Tag 2, wie auch immer. Ihr seht, ich habe das gleiche an, weil ich das Video am selben Tag aufnehme. Das heißt nicht, ich habe auch noch andere T-Shirts, aber ja, ich habe es einfach angelassen und nehme jetzt am gleichen Tag noch ein zweites Video für euch auf. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme, die immer wieder gestellt wird und die meistens von den verschiedensten Leuten falsch beantwortet wird. Erst zunehmen oder erst Sport? So viele Leute schreiben mir Nachrichten, ey Philipp, ich will jetzt anfangen zuzunehmen, aber ist das überhaupt sinnvoll, jetzt schon Sport zu machen, weil dann nehme ich ja vielleicht doch wieder ab, weil Sport ist ja was zum Abnehmen. Oder die anderen sagen auch, soll ich jetzt erst Sport machen eine ganze Zeit lang, soll ich dann erst anfangen zuzunehmen und so? Und dieser Frage möchte ich heute auf den Zahn fühlen. Stell dir doch einfach mal selber die Frage, was würdest du vielleicht dazu sagen, wie würdest du das vielleicht beantworten? Bevor wir jetzt das Thema besprechen, kannst du es auch schon mal in die Kommentare schreiben, falls du da Bock drauf hast. Ansonsten, erst zunehmen oder erst Sport? Für mich ist es keine Frage, dass man während des Zunehmens Sport macht. Du darfst während des Zunehmens Sport machen und wirst dadurch nicht abnehmen, wenn du dich im Kalorienüberschuss befindest. Klingt vielleicht relativ einfach, ist aber ein bisschen schwerer, denn die Leute, die das sagen, die sagen, ey, ich will erst zunehmen, dann Sport machen, haben da schon ein bisschen recht, weil du natürlich durch den Sport mehr Kalorien verbrennst als ohne Sport. Wenn du aber sagst, ey, ich nehme erst zu und mach dann Sport, dann kann es auch wieder sein, dass du erst ein paar Kilos zunimmst, dann machst du Sport und nimmst wieder ein paar Kilos ab und das ist natürlich auch deprimierend. Deshalb würde ich dir empfehlen, direkt mit beidem zu starten und quasi deinen Kalorienbedarf nochmal an den Sport oder um das, was du da quasi verbrennen würdest, nochmal anzugleichen. Dein zweiter positiver Punkt oder ein zweiter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema ist, dass du nicht fett werden möchtest oder die meisten von uns wollen nicht einfach fett werden. Die wollen zwar zunehmen, wir wollen schwerer werden, wir wollen massiver, wir wollen voluminöser werden, wir wollen stärker werden und so, aber im Normalfall ist es so, wenn wir dabei keinen Sport machen, dass wir nur einen ganz, ganz kleinen gewissen Teil Muskulatur aufbauen und zwar den es braucht, um die zusätzlichen Kilos rumzutragen und nicht so viel Muskeln aufbauen, wie wir es vielleicht ganz gerne hätten. Das heißt, wenn du schön zunehmen möchtest, schön in Anführungszeichen, ja, schön im Auge des Betrachters, das ist natürlich verschieden, aber wenn du schön zunehmen möchtest, so dass man das als ästhetisch vielleicht bezeichnen würde von außen, dann solltest du definitiv mit Sport zusammen zunehmen. Welchen Sport sollst du machen? Das wäre jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage. Es ist ganz egal, welchen Sport du machst. Mach den Sport, der dir Spaß macht. Es sei denn, es ist Schach. Ich glaube, Schach, ich weiß nicht, ob es eine Sportart ist, ich glaube schon, kann sein. Bei Schach wirst du keine Muskulatur aufbauen, hast vielleicht deinen Grips. Deshalb kannst du es natürlich schon machen, um ein bisschen was im Kopf vorwärts zu kommen, aber es wird dir bei deiner Form nicht weiterhelfen. Mach den Sport, der dir gefällt. Sei dir aber im Klaren darüber, dass es ein paar Sportarten gibt, die dir vielleicht förderlicher sind und ein paar Sportarten, die da vielleicht nicht ganz so förderlich sind. Das heißt, wenn du Marathon läufst, ist das eine coole Sache. Inwiefern das gesund ist, das lässt es sich bei keiner Sportart irgendwie definieren. Aber im Grunde genommen musst du dir einfach klar machen, dass wenn du viel läufst und dich viel bewegst und du machst zum Beispiel Boxen und so, ne, klar ist das eine coole Sache, aber du brauchst dafür viel Energie. Du verbrennst davon oder dadurch eine Menge Kalorien. Ja, das solltest du immer im Klaren sein. Ansonsten würde ich dir empfehlen, wenn mich jemand fragt, ey Philipp, was für einen Sport soll ich machen, wenn ich keine Ahnung habe oder wenn ich vielleicht dein ganzes Leben lang nicht wirklich Sport gemacht habe, so wie ich damals, würde ich grundsätzlich empfehlen, ey, fang mit Fitness an. Es hat ein paar Vorteile, klar gibt es auch Nachteile, das ist nicht unbedingt gesund für die Knochen und für die Gelenke, vor allem in welchem Alter. Also wenn du unter 16 Jahre alt bist, würde ich es dir nicht unbedingt empfehlen, darüber hinaus kann man es machen, wenn man es richtig macht. Such dir dann einen Trainer in deinem Fitnessstudio, lass dir die Geräte erklären und so weiter und so fort. Und ansonsten kannst du daran nur wachsen. Versuch es halt vernünftig zu machen und dadurch werden dann deine Muskeln wachsen. Klar, coole Sache. Und du wirst dadurch eine coole Form bekommen, nach und nach. Wenn du dir nicht irgendwas in die Arme haust, dann dauert das halt leider einfach ein paar Jahre. Ein weiterer positiver und cooler Punkt ist halt einfach, dass du nach und nach Erfolge siehst und zwar genauso viele Erfolge, im Normalfall genauso viele Erfolge, wie du halt da reinsteckst. Es ist kein dankbarer Sport, das heißt, wenn du da mal einen Monat auf zwei nichts tust, wirst du danach aussehen wie vorher gefühlt.
Du wirst nicht ganz aussehen wie vorher, aber du fühlst dich wie vorher. Wenn du mich also jetzt fragen würdest, welchen Sport soll ich machen, würde ich sagen, geh ins Fitnessstudio. Da bist du günstig am Start, du kannst da hingehen, wann auch immer du möchtest, du musst dich an keinen halten. Wenn du aber sagst, du bist ein Teamsportler, dann fang doch einfach mit dem Sport an, den du vielleicht vorher oder früher schon mal gemacht hast. Die meisten Leute spielen, oder nicht die meisten, aber sehr viele Leute spielen Fußball, Handball und so weiter. Wenn es was für dich ist, dann mach das auf jeden Fall. Das soll es, glaube ich, soweit zum Thema gewesen sein. Ich hoffe, dass ich deine Frage geklärt habe. Erst Sport oder erst zunehmen. Für mich geht alles miteinander einher. Das ist quasi ein Hand in Hand greifen. Ich würde dir empfehlen, beides gleichzeitig zu machen. Ich würde nicht dem einen Vorlauf geben, das andere hinterherziehen, weil du grundsätzlich irgendwelche Nachteile dadurch verspüren wirst. Wenn du noch nicht in die Challenge gestartet bist, dann ist unterhalb der erste Link. Da kannst du das hier finden. Das ist komplett kostenlos. Also ich schenke dir quasi das Ding. Du musst einfach nur die Versandpauschale bezahlen. Klick auf den ersten Link. Da sagst du mir dann ganz einfach, wo ich dir das hinschicken soll. Du findest hier 90 Seiten oder fast 100 Seiten voll mit Zunehm-Tipps, ja, wie du einkaufst, wie du mit Stagnation und Schwankungen umgehst, Zwischenfazit und was du noch so brauchst und dein Geist und Reflexion und Frühstück, Mittagessen und so weiter und so fort, findest du alles unterhalb kostenlos verlinkt. Du musst einfach nur die Versandpauschale bezahlen. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz liebe Grüße. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Schreib mir gerne einen Kommentar, was du noch sehen möchtest. Lass ein Abo da, falls du sagst, du willst zunehmen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen guten Tag. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I'm closing it.